Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Per Aspera. This shielding technology will automatically update in all my drones. It is amazing what a software update can do. Alles klar. So, das hat funktioniert. Ich wollte diesmal auf dem anderen Bildschirm starten, damit diese Reflexion noch mit ordentlichem Ton auch immer kommt, weil es kommt immer eine, wenn ich neu lade. Gut, dass das geklappt hat. So, unsere Drohnenaufbaustation. Moment. Wir könnten unsere Teilefabrik vielleicht auch mal verbessern. Erhöht die Produktionsrate, ist die Frage, ob wir das gerade schaffen mit dem Aluminium, was wir haben. Wir brauchen vielleicht auch nochmal Aluminium, aber auch da sieht es eng aus. Das ist schon eine 2er-Aluminiummine, die ist auch schon raus. Auf 305 ist die schon runter. Ach so, und kleine Info, jetzt, ab jetzt produziere ich vor. Das heißt, ich kann nicht mehr auf die Sachen reagieren, die ihr mir erzählt. Also ich kann schon noch auf die Kommentare antworten, aber ich kann eben nicht eure Hilfen in Anspruch nehmen, beziehungsweise darauf reagieren. Okay, wir haben überhaupt kein Aluminium. Was ist das? Kohlenstoff. Hier ist kein Aluminium. Nirgendwo. Nach wie vor nicht. Okay, also vielleicht wird es doch Zeit, diese dritte Kolonie an den Start zu bringen. Ich weiß nicht, ob die zwischendrin, ob die über diese Landeplätze teilweise Sachen verladen. Wieso ist hier... Aha. Ist das hier automatisch, dieser Spaß? Heißt das, bringen die Zeug hin und her? Das wäre ja super. Hier ist Kram auf Lager, da drüben ist überhaupt nichts auf Lager. Na? Ein bisschen was. Die maximale... Wieso darf hier nichts gelagert werden? Natürlich darf hier was gelagert werden. Das habe ich ausgemacht. Ach so, ja, logisch habe ich das ausgemacht, weil wir da zwei gebaut hatten. Und dann habe ich den einen leergeräumt. Verstehe. Also hier darf gerne gelagert werden. Und hier gibt es Aluminium. Das würden wir uns auch mal nochmal mit ranholen. Auf Stufe 1 erstmal. This is not an easy choice to make. I do want to give Elia and the colonists what they want, but not by doing this. But it has left me unsettled. Does what we do for others define who we are? Okay. Zeigt das, was wir für andere tun, wer wir wirklich sind? Möglicherweise. Possibly. What we do for others and how they see us is a reflection of the truth. If I choose not to use the microsuns, what will the colonists think of me? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Solarfarm zu nah an dem Aluminiumteil hier steht. So ein Ärger. Das müssen wir neu bauen. Hier bitte. Und dann müssen wir die andere wieder abreißen. So, zweite neue Aluminiummine hier unten. Es wird hier offensichtlich rübergebracht, der Kram. Und wir brauchen hier noch eine Wartungsanlage. Genau. Genau dazwischen. Dann haben wir alles mehrfach abgedeckt und können uns hier eigentlich auch schön ausbreiten. Die Frage ist ein bisschen, finde ich noch, ob diese Scanner auf Entfernung einfach schlechter arbeiten oder warum ist hier überhaupt nichts mehr? Was haben wir denn hier? Ah, Kohlenstoff, Aluminium, Aluminium. Aber wir brauchen echt mehr Straßen. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben 25 Stahl. Das finde ich super. Eisen- und Stahlproduktion ist wieder gut in der Mache. Auch Teilchen, beziehungsweise Teile, werden verbessert und vermehrt gebaut. Auch das ist eine gute Sache. So, wir haben unseren Wasserextraktor. Den suche ich nicht. Ich suche hier die Kampfdrohnenfabrik, die noch nicht im Bau ist, weil sie noch einen Teil benötigt. Ich hoffe, das passiert dann. Sobald mal. Und ich würde trotzdem jetzt, auch wenn uns das beim letzten Mal stark in Bedrängnis gebracht hat, die Straßen nochmal teilweise verbessern. Und zwar von hier aus so langsam und vorsichtig weiter. Das kostet 5 Kosten pro Entfernung. 10, 10, 5, 5, 2, 2. Was soll das heißen?
kostet es da nur 2,2 und wenn ich das von da nach da mache, auch 2,2? Nee, da kostet 3,3. Okay, dann passt es zusammen. Machen wir erstmal zwei Stationen und wir machen das nur dann, wenn wir Stahl genug haben. Genau, jetzt werden wir nochmal gucken. Das würde hier Stahl und, ach ja, das sind Kohlenstoff. Okay, aber bei Kohlenstoff haben wir kein Problem. Dann ist da alles gut. Reflektionen. They would be disappointed, but I hope they would come to understand my reasoning. Eventually. Ja, werden sie schon verstehen. Ich schaue mal ganz kurz, wo wir sind. Ah, sehr gut. Die Kolonistenmigration ist wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Das heißt, sobald sie da sind, werden wir das Ganze abbrechen und dann den neuen Kontrollsatelliten starten. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist ja ganz was Neues. Was ist denn das? Ah, Kampf! Die Drohnenfabrik ist da. 10-mal Kampfdrohnen haben wir. Aha. Interessant. Die können wir verteilen offensichtlich. Das müsste ich mir... Ja, alles klar. Moment mal. Alles klar. Also wir haben 10 Kampfdrohnen gebaut und jetzt kommen hier mal 43. Sehr schön. In der Sekunde, wo das erst... Ah, nee, 20 haben wir. Aber trotzdem sind 43 zu viel. Das meintet ihr also mit beeil dich. Dann sollten wir uns beeilen und hier nochmal so eine Szene aufstellen. Da war irgendein Kreis drumherum. Moment mal. Bis hier geht der Kreis. Aber ich denke, ich müsste trotzdem... Also hier irgendwo noch eine reinbauen. Aber die wird ja nicht fertig sein, bis die Dinger da kommen. Alter, jetzt geht das hier schon so ab. So, hier Priorität bitte. Und dann brauchen wir eigentlich auch eine in der anderen Station. Aber wir schützen jetzt erstmal unsere Hauptstation mit dreien. Auch die bitte priorisieren. Naja, und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Was kommt denn da überhaupt? Eklige Viecher kommen hier. Moment nochmal. Was können wir denn mit der anderen... Die Schilde werden ein bisschen verbessert. Vielleicht noch, aber nicht bevor sie ankommen, glaube ich. Und wo haben wir das andere Ding gebaut? Wie hieß denn das? Drohnenstock. Ein Abwehrturm. Wo ist der? Da. Nee, Quatsch. Ah, Quatsch, was ich gerade gebaut habe. Wir brauchen nicht die Fabrik, wir brauchen Drohnenstöcke mehr. Vergiss es. Und vergiss es. Das ist der Drohnenstock. Okay. Dann bauen wir hier einen Drohnenstock hin. Mit Priorisierung. Und hier unten noch einen Drohnenstock. Alter, ey. Jetzt kämpfen die, greifen die hier einfach an, die Schweine. Auch mit Priorisierung und die Kampfdrohnenfabrik sollte wahrscheinlich auch eine Priorisierung kriegen, wobei die braucht jetzt gerade Elektronik und Polymer, das sollten wir in rauen Mengen haben. Ja gut, dann schauen wir mal ganz langsam, was wir hier tun können. Ah, jetzt sind es 30? Moment. Wie viele werden das denn? Also wie viele mehr werden das denn im Laufe der Zeit? 63 haben die Angreifer. Ah, da hinten sind auch welche. Hahaha, ja, so viel zum Thema. Müssen wir gucken, ob wir hier auch einen Drohnenstock hinkriegen. Bitte mit Priorisierung. Den Wasserextraktor mal ohne Priorisierung, bitte. Oh Mann. Also, hier sind nochmal 20. Da sind auch nochmal 2017. Okay, Moment. Jetzt sind sie in Reichweite. Ich weiß nur nicht, was ich mit denen anstellen soll. Sie greifen auf jeden Fall an. Ich fliege mal in die Richtung. Okay, hier wird gefeuert. Der Abwehrturm feuert auch. Ein paar kommen zurück und wir kriegen einen Anruf. Moment mal. Ah, jetzt die Kolonie wird angegriffen. Das ist natürlich eigentlich das Erste. Die Kolonisten werden
gegriffen, beeil dich. Ein Angriff durch wen? Ich weiß es nicht. Ach so. Somehow the security alarm wasn't even triggered. Isn't the security and monitoring system working properly? Why didn't your sensors detect this? Ich weiß auch nicht. Ich fliege mal zur Kolonie. Auch wenn hier noch drei weiterfliegen, vielleicht haben wir da, die sind zerstört worden, irgendwie automatisch, keine Ahnung. Eine weitere Sabotage, Sensorfehler, die Schuld geben. You must be facing sabotage. Between this and the system failures from before, that is the only explanation. Whatever it is, we need to figure it out. We have children here now. This cannot happen. I am executing an end-to-end analysis and will initiate maintenance. Not now. I need assault drones dispatched immediately. Can you identify who's attacking us? Negative. I cannot identify the enemy. But it appears their drones are coming from SA-1. Roger. Now hurry with those assault drones. We won't last long defending ourselves. Wir sind schon da. Valentine, wir werden allerdings jetzt hier im Norden wahrscheinlich unsere Nahrungsmittelfabrik und die Solarfarm verlieren. Aber erstmal scheinen unsere Kampfdrohnen zumindest irgendwie stärker zu sein als die. Jetzt ist noch die gute Frage, ob wir das hier schaffen. Das wäre super, das Ding zu bauen, bevor... I have yet to understand what happened here. Oh, das dauert noch ein bisschen. Verbesserte Kampfdrohnen-Schilde, verbessert die Schilde aller Kampfdrohnen. Das ist, kommt im richtigen Moment hier. Mann, 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 was haben wir hier? Kampfdrohnen-Limit plus 1200. Das ist ja mal ein Limit. Mache ich das jetzt als allererstes, wirklich? Fabrikaufwertung, Kernkraftwerk, genau. Das, ich mache das jetzt einfach. On Mars. Ich, also ja, auf jeden Fall eine that feindliche Macht. The damage is real. ISA issued strict orders to activate the assault drones in the event of any risk to the colonies. So, die Nahrungsmittelfabrik ist zerstört. Wir bringen jetzt erstmal hier die 17 um und dann schauen wir mal, ob, okay, das Spiel ist auf jeden Fall mal interessant, würde ich sagen. Greifst du die bitte an hier? Aua. Wir verlieren was. Aber erstmal insgesamt gehen sie... Oh, doch, die sind härter als die anderen. Interessanterweise. Wo ist unsere Fabrik? Kampfdrohnenfabrik. Ist die schon am Start hier? Priorisier das bitte auch nochmal. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen. Hier haben wir 10 neue jetzt. Okay. Könnt ihr euch mal gemeinsam hier versammeln, um den letzten Angriff hier durchzuführen, hoffentlich. Drohnenstock läuft noch nicht. Drohnenstock läuft noch nicht. Hier wird unsere Energieversorgung im äußeren Bereich angegriffen. Kann ich euch beide zusammen dahin schicken? Sieht schlecht aus, aber nein. Ah, Kontrolle ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich beide. 29. Das sollte die hier doch erledigen. 37 sind noch übrig. Die zerstören jetzt das Teil. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt rüberfliegen müssen, wirklich. Oder ob die es vielleicht noch schaffen, hier das, den Drohnenstock hochzuziehen. Die Elektronik fehlt gerade. Wir haben hier keine... Doch, wir haben doch eine Elektronikanlage, oder? Wartung, Polymer, Aluminium, Teile, Kohlenstoff, Glas, Elektronik. Was ist bei dir das Problem? Du hast nicht genug Aluminium. Priorisieren wir das Ding auch nochmal. Wie sieht's aus? Hier oben ist erstmal Ruhe eingekehrt, glaube ich. Allerdings sehe ich auch keine Drohnen mehr. Doch, da sind sie. 26 Drohnen. Kommt ihr bis darüber, ist die Frage. Bitte mal zum Landeplatz rüberfliegen. Es scheint zu funktionieren in irgendeiner Form. Denn wir wissen nicht, ob der Rest sonst klappt. So, jetzt schauen wir hier oben, ob wir das mal reparieren können. Ob wir das... Gebäude wird verworfen. Wieder aufbauen. Ja, bitte. Wieder aufbauen und wieder aufbauen.
Aber nicht mit den Kampfdrohnen, ne? Das hast du jetzt nicht gemacht. Wo sind meine Kampfdrohnen? Da. Die sind echt langsam. 26 Stück werden die 20 hier. Ah, okay. Zumindest kommen sie jetzt nicht mehr in diese Richtung. Das heißt, ich würde das direkt mal wieder aufbauen. Und die Kampfdrohnen nochmal etwas in eine andere Richtung schicken. Es geht darum, die da abzufangen. Alter, yes. Ist ja interessant. So, starte ein Kontrollsatellit über SA-1 ist die nächste Aufgabe. Wir können ja schon mal schauen, die Kolonistenmigration, genau, die brechen wir nochmal wieder ab. Die Weltraumspiegelanlage ist noch gar nicht gebaut, glaube ich. Sektor 5 ist die eine Sache und das andere ist noch ein anderer Kontrollsatellit, glaube ich, ne? SA-1 haben wir noch gar nichts für, glaube ich. Ah, jetzt muss ich mal kurz stoppen. So, Verzeihung, kurzer Schnitt. Telefon. Also für SA-1 scheinen wir noch nicht zu haben. Das ist die Spiegelanlage. Ich nehme mal an. Achso, hier ist SA-1. Zum Freischalten Genehmigung erforderlich. Okay, die wird dann noch reinkommen. Alles klar, dann schauen wir uns nochmal an, ob wir jetzt diesen letzten Kampf hier noch hinkriegen. Aber ich kann ja an der Stelle schon mal sagen, vielen Dank für den Hinweis. Sonst wären wir jetzt ziemlich aufgeschmissen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit 3 da oben übertrieben habe, aber wenn das der erste Angriff war, wer weiß, wie viele es werden. Insofern wollen wir... Und Dr. Foster ruft an. Dr. Foster, ich habe gerade echt... Es ist gerade echt was los hier, aber gut. Amy, this is Nathan. We've detected there's been another massive system failure in the colonies. Please report. Affirmative, Dr. Foster. Many buildings suffered severe damage from the attack. The attack? The colonist suffered a second sabotage. Naja. I have yet to confirm that it was an intentional sabotage. However, I do not have a better explanation of what happened. Roger, walk me through the timeline of what happened. My system detected a swarm of aggressive drones coming from sector SA-1. Amy, how did you know they were aggressive? The drones were trying to attack the colonies. So they were, without a doubt, aggressive. I see. Then would you say that your logic told you so? That would be a way to explain it. Yes. Here's the problem. We've been studying the reports from every angle. Our preliminary analysis suggests that there weren't any enemy drones on the planet, much less an aggressive force. I see. But the evidence is still preliminary at best. I still believe there is some hostile force coming from SA-1. And the colonists are at risk. That's one possibility. Determining the truth is the highest priority. I am requesting authorization to launch an additional satellite to examine sector SA-1 thoroughly. I have my doubts, but I will give you permission. ISA is investigating the incident very carefully. Until we understand what happened, you may not engage in any armed conflict. Then should I deactivate the security and defense protocol? No, you can't do that either. The colonist's safety is top priority. Just keep your assault drones on standby until we resolve this, okay? Houston out. Was willst denn du mir sagen jetzt? Keep the assault drones. Also, was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ist, jetzt haben wir hier wieder 30 in diesem Drohnenstock, obwohl wir hier schon 21 unterwegs haben. Ich weiß nicht, ob die sich, weil die werden ja jetzt nicht aus der Drohnenfabrik. Oder vielleicht werden sie doch aus der Drohnenfabrik produziert hier. 40% Effizienz. Wir brauchen auf jeden Fall so viel mehr Zeug. Das ist gar nicht zu fassen. So, aber wir haben jetzt die Erlaubnis bekommen. Schalte Sektor 1 frei. Dann würde ich mal da als erstes hinfliegen. Und das als nächste Aufgabe machen. Die Ressourcen sammeln und weitergehen. In diese Richtung. So, wir haben... und dann... stellen wir den nächsten Sektor frei, hier diesen hier. Können wir da mal schauen, ob wir... Moment, also Sektor 5 ist der nächste, ja? Genau, dieser hier. Können wir da mit unserem Scanner-Überblick schon mal sehen, ob es da was Besonderes gibt? Hier gibt es... was ist denn das? Grau und Aluminium und... Was ist das? Eisen.
Richtig? Das ist natürlich nicht so schlecht. Für uns, da sollten wir unsere Kolonie direkt da reinsetzen, ist allerdings dann auch wieder ein sehr weiter Weg bis darüber. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Ich würde gerne wissen, und ich kann euch nicht fragen, weil ich voraufzeichne, ob diese Landeplätze miteinander kommunizieren. Also ob hier ins Lager Zeug reingebracht wird aus der anderen Kolonie. Na gut. Du hast hier ein Problem. Das Ding ist kaputt gegangen. Das brauchen wir gar nicht wieder aufbauen im Übrigen. Denn wir wollen diese hier bauen. Vielleicht bringt es jetzt sogar was, dass wir die abreißen. Da könnte, ja, da kommt eigentlich das bei raus. Hoffe ich. Wieder aufbauen. Ah, wir können sie nicht abreißen, wenn die nicht, das ist doof. Die ist jetzt zerstört worden, das heißt, wir müssen sie erstmal wieder aufbauen, bevor wir sie abreißen, oder was? Ja, vielleicht machen sie es auch. Da müssen wir mal kurz warten. Wir haben zum Glück genug Energie gehabt, um das hier zu tun. Okay, jetzt haben wir hier 70 Kampfdrohnen. Vielleicht habe ich jetzt mit 3 übertrieben. Wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal mehr Energie wieder. Und können ja schon mal überlegen, wo wir uns weiterhin ausbreiten. Eisen ist gut und Aluminium brauchen wir, glaube ich, auch. 6,7, 6,1, der Bedarf ist nicht so hoch, das verstehe ich gar nicht. Also dieses Gebiet oder beziehungsweise hier oben sind natürlich auch zwei Sachen. Hier würden wir aber in diesen reichen in dieses reiche Gebiet vordringen, was natürlich irgendwie ganz cool ist. Eisen. Eisen und Aluminium. Na komm, wir bauen uns mal hier oben weiter. Es ist ja nicht so schwer. Wir müssen bloß immer wieder so, Straße funktioniert immer wieder. Relaystationen etc. dazwischen bauen, aber das sollte ja funktionieren. So, Solarfarm. Dann also wir brauchen auch nicht unbedingt eine Relay-Station, oder? Können wir eigentlich nur mit Farmen das machen? Da gibt es dann keine Wartung, aber eigentlich geht es doch weiter. So sieht es zumindest aus. Darüber und dann nochmal darüber. Und dann sollte es doch... Beziehungsweise die Relay-Stationen haben eine größere Reichweite, richtig? Also Relaystation könnte ich hier hinpacken, hat dann allerdings keine Energie. Ja, okay, dann machen wir das einfach mit Solarfarmen ab jetzt. Verzeihung. Zu weit, zu weit, zu weit. So. 1, 2, 3 mal Solarfarmen. Und dann dürften wir hier Eisen und Aluminium nochmal dazu kriegen. Und dann bauen wir da eventuell auch nochmal einen Scanner hin. Wobei das eigentlich hier schon ordentlich gescannt ist. Wir könnten die alten natürlich immer wieder abreißen und dann neue an den Rand bauen. Und hier müssen wir auch hin. Wir machen das jetzt einfach, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klug ist oder nicht. Wir haben hier teilweise... Warte mal, wie haben wir denn das hier gemacht? Relaystation, Wartungsanlage. Ja gut, okay. Also vielleicht ist es auch klug, Solarstation, Wartungsanlage. Solarfarm. Ich guck mal kurz auf die Wartung. Das wird problematisch hier. Könnten wir die da eigentlich weglassen? Aber vielleicht machen wir zwei Farmen. Dann Wartung. Ah, Moment. Da, den außen, den müssten wir mitkriegen. Das reicht genau nicht. Da müsste sie irgendwo hin. Unregelmäßiges Terrain ist doof. Aber so wäre es eigentlich nicht schlecht. Dann machen wir das so. Und dann muss aber da noch eine Solarform dazwischen, damit die verbunden sind. So zum Beispiel. Na gut.
Mann. Okay. Dann stelle ich mal die Geschwindigkeit wieder rauf. Dann schauen wir nochmal, ist das hier schon repariert? Immer noch nicht. Warum nicht? Leute, was tut ihr? Wir sind immer noch bei 24 Stahl. Ich denke, dass wir nochmal die Straßen verbessern sollten. Der zweite Drohnenstock ist fertig. Ich lasse mal die Priorisierung raus. Hier unten der Drohnenstock ist auch fertig. Dann nehmen wir da die Priorisierung auch raus. Die fangen an zu produzieren. Elektronikfabrik nehmen wir die Priorisierung jetzt auch erstmal wieder raus. Und Reflexion geht weiter. Why did Dr. Foster say it like that? Is he doubting my logic after what happened? Ja, keine Ahnung, was er denkt. Dr. Foster ist auch ein stranger Typ. Irgendwie. So, wir machen weiter Arme. Das ist doch alles gut. Okay, liebe Leute. Es ist irgendwie nicht der Zeitpunkt, um in der Wissensdatenbank zu kramen, aber wir machen das jetzt trotzdem hier am Ende dieser Folge wieder. Aufregend. Okay, es geht anders weiter. Es gibt viel mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte. So, die Ressourcen haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Dann schaue ich jetzt noch einmal auf die bisherigen Missionen. Epoche der Roboter-Expedition. Okay. Die Mars-Express-Mission. Ah, da sehen wir alles, was es so bisher gab im Laufe der Jahre. Das ist doch schön. Missionsbericht Mars-Express. Beagle 2 war das Landemodul der Mars-Express-Mission. Ziel der Mission war es, nach Anzeichen vergangenen Lebens auf der Marsoberfläche zu suchen. Nach der Landung konnte jedoch nie Verbindung zum Landemodul aufgenommen werden. Schade eigentlich. Mars 2020 sollte nach Anzeichen früherer Lebensbedingungen und mikrobischen Lebens auf dem Mars suchen. Leider waren die Ergebnisse, die diese Mission liefern konnte, nicht schlüssig. Na gut. Und der Terahertz Explorer. Das Terex 1 Landemodul brachte einen Terahertz Sensor auf die Marsoberfläche, um das Sauerstoff-Isotopen-Verhältnis atmosphärischer Moleküle zu messen. Alles klar. Wenn jemand von euch weiß, welche davon echt sind, ich glaube, die Beagle 2 gab es tatsächlich. Mars 2020 müsste ja quasi dieses Jahr gewesen sein. Habe ich nicht mitbekommen, falls es das gibt. Aber wir schauen mal. Gut, machen wir beim nächsten Mal das. Aber jetzt heißt es erstmal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.